Willkommen zu unserem Lernvideo über die konstitutionelle Monarchie in England im 17. Jahrhundert. Die konstitutionelle Monarchie unterscheidet sich wesentlich von dem Verständnis des Absolutismus, vor allem das Verhältnis zwischen Verfassung und Monarch und das Verhältnis zwischen Parlament und Monarch wird hier neu geregelt. Wir schauen uns mal das Schaubild einer konstitutionellen Monarchie an am Beispiel von England im 17. Jahrhundert. Grundlage ist zunächst einmal die Verfassung in England. Die Bill of Rights bzw. die Magna Carta sind hier zwei besonders wichtige Texte, auf die wir dann im späteren Verlauf in diesem Lernvideo noch eingehen werden. Das Oberhaus und das Unterhaus als Parlament auf der einen Seite und der Monarch, beide werden in der Verfassung berücksichtigt. Speziell in England war es so gewesen, dass das Oberhaus und später dann das Unterhaus dafür gesorgt haben, dass diese Rechte geschrieben worden sind und die der König dann auch entsprechend unterzeichnen musste. Das heißt, der König hat sie zwar erlassen, war allerdings auch an die Verfassung gebunden. Die Verfassung steht also über dem König und nicht mehr unter dem König. Die drei wichtigsten Elemente, auf die bereits Montesquieu hingewiesen hat, die Gesetzgebung, also die Legislative, die Judikative, die Gerichte und auch die Exekutive, die Regierung, die Verwaltung, werden hier berücksichtigt und es wird festgelegt, wer in welcher Form Einfluss auf diese drei wichtigen Elemente hat. Die Steuern waren speziell auch in England ein sehr wichtiges Thema gewesen, also die Frage, wer darf die Steuern festlegen und wie sieht das Ganze aus im Verhältnis zwischen Monarchen und dem Parlament, dem Oberhaus und dem Unterhaus. Der Monarch beschließt die Steuern, er hat auch ein Vetorecht, was die Gesetzgebung angeht, und der Monarch ernennt und kontrolliert die Regierung und auch die Gerichte. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hatte auch hier das Parlament immer mehr Rechte. Das Parlament konnte Kandidaten vorschlagen. Das war jedoch erst eine Entwicklung des sehr späten 17. Jahrhunderts bzw. Anfang des 18. Jahrhunderts. Ein typisches Kennzeichen einer konstitutionellen Monarchie ist, dass eben der Monarch immer noch, also der König immer noch die Hauptmacht in der Hand hat. Das heißt, er bestimmt immer noch die Exekutive und die Judikative in den Personen, die ausgewählt werden. In England war die Besonderheit jedoch gewesen, dass der Monarch nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Gesetzgebung ohne eben Oberhaus und Unterhaus zu machen. Das Ober- und Unterhaus hat auch die gesamten Gesetze erlassen und sie müssen den Steuern zustimmen. Dieses Recht hat sich vor allem das Oberhaus schon sehr früh erkämpft, bereits im 13. Jahrhundert, und war auch immer wieder ein Streitpunkt gewesen im Lauf der gesamten englischen Geschichte zwischen König und dem Parlament. Eine Besonderheit, speziell in England, war gewesen, dass die Armee dem Parlament unterstellt gewesen ist und nicht dem König. Damit war natürlich dem König ein großes Machtmittel genommen, um seine Rechte entsprechend durchsetzen zu können. Fangen wir an mit der berühmten Magna Carta Libertatum. Übersetzt heißt das die große Urkunde, Magna Carta der Freiheiten. Sie wurde 1215 nach Christus verfasst, und zwar von den Baronen von England. Diese hatten sich mit Johann Ohneland auseinandergesetzt. Das war der Bruder vom berühmten Richard Löwenherz. Alle Freunde von Robin Hood werden sich jetzt besonders freuen. Tatsächlich hat die Magna Carta eine wesentliche Bedeutung gehabt für das 13. Jahrhundert. Warum hieß Johann ohne Land eben ohne Land? Er hatte dem Papst 1213 nach Christus England geschenkt und es als Lehen wiedererhalten. Streng genommen besaß er also kein eigenes Land und war genauso Vasall wie seine Barone gewesen. Er hatte einige
Kriege gegen Frankreich geführt. Die waren jedoch sehr erfolglos gewesen. Und die versuchte er immer wieder mit dem wohlhabenden England zu finanzieren. Das bewirkte wiederum eine Rebellion der Barone, die eben nicht ständig den König finanzieren wollte, vor allem auch, weil diese Kriege gerade sehr erfolglos gewesen sind. Vor allem die Erhebung der Steuern führte zu einigem Unmut bei den Baronen. Was haben sich die Barone nun erkämpft? Wir schauen uns mal die wichtigsten Eckpunkte der Magna Carta an. Wir können sagen, hier gibt es grundlegende Rechte für Adel und für die Kirche. Und zwar hat der Adel jetzt ein Mitspracherecht bei allen Abgaben und bei allen Steuern, die der König erhebt. Es ist verboten, ungerechtfertigt Adlige zu verhaften. Genauso ist es verboten, eine unverhältnismäßige Bestrafung durchzuführen, also für eine kleine Straftat, zum Beispiel gleich ein lebenslängliches Urteil auszusprechen. Es gab Grundsätze für ein ordentliches Gerichtsverfahren. Eine übermäßige Besteuerung, die nicht angemessen war, wurde verboten. Jeder hatte das Recht auf Eigentum. Und die Kirche sollte geführt werden, ohne dass der Staat Einfluss auf diese nahm. Das heißt, hier zum ersten Mal können wir feststellen, dass der König unter dem Gesetz steht und das Mitspracherecht des Adels bei Abgaben stellt natürlich automatisch auch das Gottesgnadentum in Frage. Das heißt, der König muss sich mit dem Adel abstimmen. Das Besondere der Magna Carta war gewesen, dass auch einige Abschriften angefertigt worden sind und im gesamten Land verteilt worden sind, nachdem der König dieses Vertragswerk unterschrieben hatte und er damit auch nicht mehr verhindern konnte, dass die Magna Carta in der Bevölkerung allgemein bekannt gewesen ist. Das führte natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zu einer Auseinandersetzung bis eben in das 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert in England gab es zwei Hauptspannungen, die wir haben. Zum einen stand auf der einen Seite der Katholizismus. Der Katholizismus, der sich als Konkurrenz natürlich sah zu den Puritanern. Puritaner sind Protestanten gewesen, also man kann sagen evangelische Christen, die eher sehr nüchterne Gottesdienste gefeiert haben. Es gab hier sehr wenig Bilder in den Gottesdiensträumen. Sie stammen von dem sogenannten Calvinismus ab. Und die Anglikaner, die man im Vergleich dazu als deutlich katholischer betrachten könnte. Hier haben wir das erste große Spannungsverhältnis. Das zweite große Spannungsverhältnis war natürlich zwischen dem Parlament, das versuchte immer wieder auch die Rechte, die sie sich erkämpft hatten, 1215 nach Christus, die immer wieder versucht haben, diese Rechte durchzusetzen gegenüber dem König. Einige Könige im 17. Jahrhundert tendierten zum Katholizismus und es gab auch immer wieder Verfolgungen von Puritanern oder auch von Anglikanern, eben von Menschen, die nicht dem Katholizismus angehört haben. Das führte eben auch unter anderem zu Bürgerkriegen. Schauen wir uns das Ganze mal ein wenig genauer an. 1629 löste König Karl I. das Parlament auf. Er wollte England regieren als absolutistischer Herrscher. Ganz wichtig hier, er übergang das Parlament in Steuerfragen. Das ging nur eine gewisse Zeit lang gut. Von 1642 bis 1648 gab es einen Bürgerkrieg zwischen den oppositionellen Kräften auf der einen Seite und den Anhängern des Königs. Die auslösende Streitfrage war gewesen, wer hat das Recht, das Heer zu befehligen, der König oder das Parlament? Das führte am Ende dazu, dass Karl I. in England enthauptet worden ist und England eine Republik wurde. Hier setzte sich vor allem bei der Enthauptung eine radikale Minderheit durch, unter Oliver Cromwell, das war der Anführer der Puritaner gewesen, die sich im Bürgerkrieg gegen die Anhänger des Königs durchgesetzt haben.
Von 1653 bis 1658 war dann Oliver Cromwell dann sogar Diktator. Er hat alleine geherrscht. Bis dahin war das restliche Parlament noch tätig gewesen. Kurz nach seinem Tod war England jedoch unter Karl II. Wieder eine Monarchie gewesen. Der Sohn von Oliver Cromwell konnte sich nicht durchsetzen und aus dem Grund haben dann die Anhänger des Königs ihn entsprechend wieder einsetzen können. Das Parlament wacht jetzt aber über das Heer. Hier ist jetzt also klar festgelegt, dass nicht mehr der König das letzte Wort über das Heer hat. Und die anglikanische Kirche versuchte in dieser Zeit einen Mittelweg zu finden, eben zwischen den Katholiken und den Puritanern. Kurz nach dem Tod von Karl II. Kam dessen Bruder Jakob II. Wieder an die Macht. Er wurde jedoch 1688 von Wilhelm III. Aus Oranien vertrieben. Das Parlament fürchtete, dass der katholische Jakob II. Wieder ein katholisches Erbkönigtum einführt. 1689 bestiegen Wilhelm III. Und Maria II. Gemeinsam den Thron und erkannten die sogenannten Bill of Rights an. Und das ist die Grundlage für die parlamentarische Monarchie, wie wir sie heute in England kennen. Der Unterschied zur konstitutionellen Monarchie ist, dass in der parlamentarischen Monarchie das Parlament regiert, der König eine reine Herrscherfunktion hat. In der konstitutionellen Monarchie demgegenüber hat der König das letzte Wort. Das heißt, er ist auch derjenige, der das Land noch regiert. Zusammenfassend können wir sagen, es gab in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts einige Auseinandersetzungen, die letztlich zu dem englischen Bürgerkrieg führten und die auch zu einem blutigen Ende führte, eben zu der Enthauptung von Karl I. Und es gab jedoch die Glorious Revolution, also die glorreiche Revolution, die im Gegensatz zu dem Bürgerkrieg eben unblutig verlaufen ist. Und daher wird die auch entsprechend als glorreiche Revolution bezeichnet, da ja das Parlament sich durchgesetzt hat, aber ohne einen blutigen Bürgerkrieg anfangen zu müssen. Die Bill of Rights von 1689 sind auch heutzutage noch ein wichtiges Dokument für England. Hier werden zwei Aspekte vor allem beachtet. Also es ist keine klassische Verfassung, wie wir das mit unserem Grundgesetz haben, sondern es werden verschiedene Rechte dargelegt. Der Schwerpunkt der Rechte liegt auf den Rechten des Parlaments. Das Besondere für das Parlament ist, es erstritt sich hier das Recht, dass der König gezwungen wird, regelmäßige Parlamentssitzungen abzuhalten. Also er kann nicht einfach das Parlament für mehrere Jahre aussetzen, um alleine regieren zu können. Die Parlamentarier genießen eine Immunität, damit der König nicht gezielt über Gerichtsverfahren einzelne Parlamentarier ausschalten kann. Gericht gehalten darf über die einzelnen Parlamentarier nur über das Parlament selbst. Jeder Parlamentarier genießt Redefreiheit. Ganz wichtig, das betrifft nicht alle Bürger, sondern vor allem die Parlamentarier. Man darf nicht wegen dem, was man im Parlament geäußert hat, zum Beispiel verhaftet werden. Die Steuern dürfen nur mit der Zustimmung durch das Parlament erhoben werden. Für die Bürger gibt es zwei neue Bürgerrechte, die eingeführt worden sind. Zum einen den Waffenbesitz für die Protestanten, dass die also Waffen besitzen dürfen, und das Recht, eine Petition einzugeben, das heißt eine Bittschrift an den König, ohne damit rechnen zu müssen, vom König verfolgt zu werden. Die Bill of Rights bilden die Grundlage für die spätere französische Verfassung, die nach der Französischen Revolution formuliert wurde, genauso wie für die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zu unserem nächsten Screencast.